Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem live angespielt von Short Hike. Lasst euch nicht von dem pixeligen Anfang den falschen Eindruck vermitteln. Das Spiel kann pixelig gespielt werden, muss es aber nicht. Und Short Hike ist ein Spiel, von dem ich nicht mehr weiß, als dass es irgendwo in einem Park spielt. Ein Familienausflug oder ein Ausflug in den Park und wo man dann allerlei Abenteuer erleben kann. Was genau, werden wir gleich sehen. Ich mache jetzt erstmal, wie mir hier geheißen wird, nämlich Z zu drücken, um das Spiel zu starten. By the way, noch das Ganze aufgezeichnet während eines Livestreams bei Kohiki e.V. Cosplayer helfen Kindern für den guten Zweck. Wenn euch das gefällt, lasst doch gerne jetzt schon einen Daumen nach oben da. Oder wenn ihr live zuschaut, ein Follow bei Kohiki. So, wir machen ein neues Spiel. I never get tired of this view. Ja, es wird mir nie langweilig, diesen Blick hier zu genießen. Claire, you're gonna have a great time here this summer. Du wirst eine großartige Zeit hier haben diesen Sommer. Denke ich mir. Es ist sicher eine gute Sache, mal aus der Stadt herauszukommen. Und ja, eine Pause davon zu haben, von allem, was da so passiert ist und ansteht in der Hektik des Alltags, das kann ich gut nachvollziehen. Ist mir an der Stelle schon sehr sympathisch. Bist du noch wach? Vielleicht. Halt noch ein bisschen durch. Wir sind schon fast an der Fähre. Ja, und da werden wir hier auch schon mitten in das Abenteuer geworfen. Wie immer habe ich hier nur mal kurz reingeguckt und ein bisschen die Grafikeinstellungen zurechtgeschraubt. Und man kann, wenn man Pixel Art mag, sich das Ganze hier noch pixeliger einstellen. Und zwar, das zeige ich mal ganz kurz, bevor ich die Pixels dann wieder ausmache. So, und zwar kann ich hier sagen, so, Pixelgröße Minimum. Ich kann aber auch sagen, hier Big and Crunchy, Medium Rare, Small and Tasty, Tiny and Sharp oder Microscopic. Im schlimmsten Fall in Anführungszeichen. Kommt halt darauf an, ob man das mag. Schaut das Spiel dann halt so aus. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben, wenn es nicht sein muss. Und deswegen stellen wir das gerade mal wieder zurück. Ah, 4K muss natürlich sein. Egal wie pixelig es ist. Ergibt da nicht viel Sinn, aber was soll's. So, also. Pixel Minimum. So, wollen wir mal schauen, was uns hier erwartet. Hier aus der Hütte sind wir rausgekommen. Das Ganze wird gesteuert mit Tastatur. Enter zum Springen, Pfeiltasten zum Laufen. Ich glaube, viel mehr gibt es da auch nicht. Und wenn, wird es einem angezeigt. Mal gucken, ist das hier der Papa oder wer ist das? Z. Muss man dann Z drücken. Hey, wie läuft's? Ich habe dich den ganzen Tag nicht gesehen. So beschäftigt? Ja, sowas in der Art zumindest. Aber nee, eigentlich nie wirklich. Ich habe hier die ganze Zeit nur auf einen Anruf gewartet. Ah, und genau da liegt dein Problem. Hier gibt's keine Rezeption hier draußen. Okay. Oder keinen Empfang? Wie? Warte, was? Was? Ja, also kein Empfang oder keine Rezeption, was auch immer er da jetzt genau meint. You might be able to get some at Hawk Peak, also irgendwo auf dem Berg drauf, der Hawk Peak heißt oder irgendeine Stelle, die Hawk Peak heißt, da wird man möglicherweise Handyempfang bekommen. Ich merke schon, worauf es hinausläuft. Wahrscheinlich wird die erste Aufgabe, ich hoffe nicht, das ganze Spiel daraus bestehen, irgendwo Empfang zu bekommen. Oh ja, na gut. Aber das ist doch ziemlich weit weg, oder? So weit weg ist es nicht.
Wir sind da schon mal hingelaufen. Wie auch immer. Oh ja. Aber. Ich war noch nicht da. Ja, heute ist ein guter Tag. So, den White Beach Trail sollen wir nehmen und Richtung Norden laufen. Wo auch immer der White Beach Trail ist und wo auch immer hier Norden ist. Ich hoffe ja, die Karte und das Spiel sind eingenordet. Würde bedeuten, einfach nach oben laufen. Dann den Zeichen, den Schildern folgen nach Hawk Peak. Kein Problem. Gut. Ich würde sagen, wir folgen einfach mal dem Weg. Da geht's schon los. 3 Meter bin ich in dem Spiel schon mal gelaufen. Man kann also auch fliegen, wenn man es geschickt anstellt. White Coast Trail. Nach links rüber. Beziehungsweise, ich denke, es bedeutet, dass wir hier den Weg entlang laufen müssen. Zu den Rangern rechts rum. Also. Gucken wir mal mit Anlauf. Jawohl. Und hier schon der erste People, mit dem wir sprechen können. Bleib mal stehen. Claire! Weißt du schon? Also, Z gedrückt halten, während man rennt, um durch die Luft zu gleiten. Okay, das wusste ich noch nicht. Ich dachte, es wäre einfach nur mit Springen. Natürlich weiß ich das. Jeder weiß das doch. Warum fragst du? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich hatte nur das Gefühl, du würdest das wissen wollen. Okay. Z gedrückt halten. Mit Springen müsste eigentlich genau das gleiche passieren. Ist egal, ob man Z drückt oder ob man Return bzw. Enter gedrückt hält. Also wenn man den Grafikstil mag, dann ist es von der Kulisse her schon ganz nice gemacht. Erinnert mich ein bisschen an Flotsam, falls das jemand kennen sollte. Komm, bleib stehen, ich will mit dir reden. Hey du! Was? 15 Muscheln soll ich suchen? Sprichst du einfach allen aus heiterem Himmel an und kriegst gleich eine Aufgabe zugeteilt. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das vielleicht einfach nicht gemacht. Was? Warum? Weil ich sie will. Ja, aber warum? Das ist ein Geheimnis. Okay. Ich werde ein Auge offen halten. Bitte beide Augen offen halten. Meine Güte. Das sind ja hier gleich Forderungen vom Allerfeinsten. Okay. Stock in der Hand. Keine Ahnung, ob ich damit irgendwas machen kann. Ach, guck mal, Muscheln. Juhu, eine Muschel gefunden. Ich habe ganz brav beide Augen offen gehalten. Aber was mache ich denn mit dem Knüppel in der Hand? Ach, warte mal. Kann Space drücken? Achso. Ein Holzstock. Keine Ahnung, warum ich das aufgenommen habe. Eine Muschel, die in der Sonne strahlt. Aber ansonsten ziemlich langweilig. Und mein Handy. Es ist nutzlos, ohne Empfang. Nicht mal das Spiel arbeitet offline. Ach so. Drop, Stash. Wo ist der Unterschied? Gut, wir behalten den Stock mal in der Hand. Kann ich denn noch fliegen mit dem Stock in der Hand? Ja. Aufpassen, dass ich nicht runterfalle. So, was gibt's hier zu lesen? Also, Ranger Cabin darauf. White Coast Trail runter. Gut, dann bleiben wir mal auf dem White Coast Trail. Wenn ich nicht runterfalle. Wofür gibt es hier einen Bademeister? Beziehungsweise, es gibt ja gar keinen. Aber eine Art Ausguck zumindest. Wer kommt da?
Hey Claire, wie läuft's denn heute so? Ja, gut. Bin gerade erst aus dem Haus gekommen. Ah, es ist einer dieser Tage. Ja. Ich bin ein bisschen caught up, gefangen in meinem Kopf. Was? Willst du sagen, du fühlst dich verloren und richtungslos? Ach, du lieber Güte. Ach du liebe Güte, der psychisch Angeschlagene sollte offensichtlich dieses Spiel nicht spielen. Vielleicht. Ich hab da was für dich. Nimm das. Kompass. Musst du benutzen. Inventory öffnen. Items-Menü. Okay, danke. Happy Hiking. Okay, also. Erzählt mir, wo Norden ist. Okay. Da hinten ist eine Kiste. Ich da wohl rüberkomme. Und wenn ich darüber fliege, komme ich dann wieder zurück. Wir probieren das mal aus. Coins. Offensichtlich kann man sich irgendwann im Spiel auch was kaufen. So, versuch mal da oben wieder zurückzukommen. Nein, ich bin. Muss erstmal umgewöhnen. Ich bin gewohnt, dass man mit Space springt. So, da komme ich nicht mehr rauf. Aber ich kann vielleicht von hier oben wieder zurückfliegen. Ah, nein, 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 nein. Komme ich da nicht mehr rauf. Das habe ich ja gut gemacht. Kann ich schwimmen? Ja, ich kann schwimmen. Also, glücklicherweise kommen wir ja hier relativ schnell wieder auf den Weg zurück. A short hike, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn ihr das in der Konserve schaut und weitere solche Videos nicht verpassen wollt, abonniert doch gerne den Kanal und klingelt das Glöckchen, dann bekommt ihr eine dementsprechende Push-Benachrichtigung, wenn es soweit ist. So, wieder ein Wegweiser. Hawk Peak Trail. White Coast Trail. Gut, White Coast Trail sind wir lang gelaufen. Wir wollen ja zum Hawk Peak. Also ändern wir einfach mal die Richtung um. Das Sid Beach und das Besucherzentrum. Okay. Eine Muschel. Das sollen wir ja alles mitnehmen. Zwei Stücke. Was liegt hier noch? Coins. Muscheln. Jetzt ein sehr entspannendes Spiel. Okay, dann mal wieder zurück. Hier wird's aber steil. Geplant Hiking to Hawk Peak. Aber der Pfad wurde plötzlich verschüttet. Denkst du, man kann da raufklettern? Vielleicht. Wenn ich eine goldene Feder hätte. Verkaufen sie im Besucherzentrum. Okay. Mal gucken, ob ich eine kaufen kann, ob meine Coins dafür reichen. Ich habe ja in solchen Spielen grundsätzlich eine grottenschlechte Orientierung, aber soweit kann ich mir das noch merken. Und irgendwo nach unten kommt das Besucherzentrum. Aber hier gucken wir noch mal, was wir hier noch so finden. Ein paar Coins. Okay.
haben wir noch eine Muschel, kommen wir darauf. Jawohl. Ah! Nicht so hektisch, Jason, nicht so hektisch. So. Ein trauriger Frosch, wenn ich das hier mal richtig interpretiere. Hey, Dude! Was passiert? Och, du weißt schon. Bisschen am Strand rumgehangen. Sandbogen gebaut. Und so ein Kram. Hört sich gut an. Du weißt. Was? Kann er borrow was? Eine Schaufel? Ausleihen? Sorry. Ich brauche die Schaufel selber für meine Sandbogen. Ist die Schaufel nicht ein bisschen groß dafür? Ja, aber das ist eben die Größe, die Schaufeln haben. Du kannst kleinere bekommen. Extra eine, die zum Sandbogenbauen gemacht ist. Was? Hört sich nach einem Fake an. Aber wenn du mir eine zeigen kannst, dann werde ich mit dir handeln. Okay. Also wenn ich irgendwie, wenn ich ihm eine kleinere Schaufel bringe, gibt er mir die große Schaufel. Okay, hier kann man irgendwie klettern. Ich weiß nicht, kann ich das auch? Irgendwie nicht. Hey! Was machst du heute so? Ich möchte nach Hawkpeak. Oh, das ist aber tough hier. Du weißt schon. Du musst erstmal lernen, Berge hochzuklettern. Sonst schaffst du es nicht bis ganz nach oben. Warum nicht unserem Felsenkletterclub beitreten? Seid das nur ihr beide? Hey! The Rock Climbers Association has hundreds of members spanning over 35 countries worldwide. Also, die Vereinigung der Felsenkletterer hat hunderte von Mitgliedern in über 35 Ländern der Welt. Und sie wachsen und wachsen. Und immer besser. Und pushing alles to the limit. Also ein riesen Aufschneider hier. Ja. Ich meinte, wenn es nur ihr beiden seid. Also nur hier zwei Leute. Und was ist damit? Hör mal zu, Kind. Klettern ist nichts für die Schwachen. Oder nichts für Leute mit einem schwachen Herz. Die meisten Leute haben nicht, was es dafür braucht. So schlecht ist es nur auch nicht. Naja, trotzdem. Möchtest du dem Kletterclub beitreten? Komm, wir treten mal bei. Toll! Wir haben unser drittes Mitglied. Nein, nicht das dritte. Nur ein weiterer von Hunderten. Weltweit. Okay, okay. Trotzdem. So, was mal jetzt? Hast du eine goldene Feder? Nee, habe ich noch nicht. Die braucht auch der andere. Ach, darauf zielte der Hinweis ab, dass ich die fürs Klettern brauche. Wofür auch immer ich beim Klettern eine goldene Feder brauchen sollte. Nein, noch nicht. Ja. Ohne kannst du nicht klettern. Aber du kannst sie im Besucherzentrum kaufen. Sie sollten sehr günstig sein. Komm zurück, wenn du eine hast. Okay. Ich bin hoffentlich in der richtigen Richtung unterwegs. Auch schon der nächste Gesprächspartner. Komm. Ich habe da ein paar Gerüchte gehört. Magst du Gerüchte? Okay, hör mir zu. Jim hat einen Metalldetektor gekauft. Mit dem Metalldetektor ist er gestern unterwegs gewesen. Und um nach Zeug auf der Insel zu suchen. Es scheint so, als wären überall auf der Insel Dinge vergraben. Was denn für Dinge?
Keine Ahnung. Metallzeugs? Ja, ergibt Sinn, wenn man mit einem Metalldetektor unterwegs ist. Okay, es gibt offensichtlich viel zu tun. Packen wir es an. So, ich folge hier immer dem Weg. So, Hawk Peak Trail kommen wir ja nicht hin. Visitor Center ist oben lang. Shirley Point, okay. Also offensichtlich hier oben lang. Welcome to Hawk Peak Provincial Park. Okay. Enjoy a scenic trek to Outlook Point. Follow Hawk Peak Trail up to the highest point. Okay. Genau, auch wenn diese Gegend für ihre tollen Berge bekannt ist, gibt es auch einen Haufen schöne Strände und Wälder. Wusstest du das? Strawberries and Toast. Marmelade auf Toast wurde hier erfunden. Okay, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Wusstet ihr es? Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben. So, 5 Uhr nachmittags. Ah ja, um den historischen Brotaufstrich zu kosten. Ist aber offensichtlich nicht das Besucherzentrum hier, oder? Howdy! Wie kann ich dir helfen? Ich habe gehört, du verkaufst goldene Federn. Ja, das tun wir. 40 Coins. Ich habe aber nur 29. Na toll. Also, 40 Coins müssen wir erstmal sammeln dafür. Was verkauften wir sonst noch so? Merchandise-Artikel. Wir haben aber nicht mehr viel. Aber ist in Ordnung. Wir haben noch einen Hut übrig. 100 Coins. Nein. Okay, also 40 Coins brauche ich. So günstig ist das wohl nicht. Ich kann hier doch auch abseits hier. Ach, ne? Ist das eine goldene Feder für umsonst? Nur. Ich komme da nicht so ohne weiteres rauf, oder? Warte mal, vielleicht kann ich ja von hier rüberfliegen. Na, nicht ganz. Das probieren wir natürlich nochmal. Vielleicht von einem höheren Punkt. Dann muss ich es aber auch noch treffen. Ach, da komme ich schon nicht rauf. Nein. Das ist einfach nicht hoch genug. Was ist denn hier? Irgendwie... Das wäre ja zu schön gewesen, wenn ich die goldene Feder kostenlos bekommen hätte. Aber da oben sehe ich gerade, steht noch eine Kiste rum. Ah ne, ein Wohnwagenpark. Noch eine Runde schwimmen. Bin ich auf jeden Fall auch mal wieder sauber. Entschuldigung, kannst du mir sagen, wie spät es ist? Ja, lass mal gucken. Normalerweise würde ich wissen, wie spät es ist, aber ich habe meine Uhr verloren. Okay, das tut mir leid. Die war sehr teuer. Und unbezahlbar, wenn man den sentimentalen Wert noch dazu betrachtet. Okay. Wenn du die Uhr findest, kannst du mir sie zurückbringen. Klar. Bitte nicht im Internet oder irgendwo verkaufen. Sie ist sehr wertvoll für mich. Keine Sorge, das mache ich nicht. Ich bringe sie dir. Okay, danke.
Okay, hier kommen wir rauf. Wo immer ich jetzt... Ach, jetzt bin ich wieder hier, wo ich nicht raufkomme. Fixt und zugenäht. Komme ich denn auf den Hügel irgendwie drauf? Auch nicht. Was bleibt mir dann noch übrig? Weiter nach Süden, würde ich sagen, oder nach unten. Rätsel über Rätsel. Ich fixe natürlich die goldene Feder hier an. Irgendwie muss man doch da dran kommen. Ach, hierauf kommt man. Vielleicht reicht von hier die Höhe. Oh. Ja, so nicht. Das mache ich falsch. Ich darf wahrscheinlich nicht nach vorne drücken, sondern nur links-rechts steuern. Na, wie bin ich denn gerade da drauf gekommen? Notice. Ja, goldene Federn. Bin ich denn gerade darauf gekommen? Okay, ich gebe es erstmal dran mit der Feder. Wird ja auch sonst irgendwie langweilig. Gut, dann gehen wir mal nach unten. Und schon der nächste, dem ich einen Gefallen tun muss wahrscheinlich. Geht mit mir. Was? Meteor League? Gibt es ein Marathonrennen? Ah, guck mal. Und eine Muschel. Und eine kleine Schaufel. Die Spielzeugschaufel, die ich brauche, um die große Schaufel zu bekommen. Gut, wo war denn dieser Fritz Willi nochmal? Hier die große Schaufel hat. Ich weiß zwar noch nicht, was ich mit der kleinen, mit der großen dann mache, aber... So, 39 Coins. Ja, man muss schon mal immer mal die Augen offen halten. Fehlt mir noch ein Coin. Damit ich mir die goldene Feder kaufen kann. So, hier war doch irgendwo... Genau. Hey, guck mal hier, was für eine Schaufel ich gefunden habe. Die dürfte ein bisschen mehr deine Größe sein. Ja, die ist perfekt. Lass uns handeln. Gut. Jetzt hat er die kleine Schaufel und ich habe eine große Schaufel. Wenn du meine Schaufel benutzen willst... Ah ja, genau. Ich kann sie ausrüsten. Dann kann ich dann hier auch drum kramen. Warte mal. So, Schaufel. Ah, Equip und X zum... Ach, tatsächlich. Ja, wundervoll. Kann ich denn die anderen Sachen auch mit benutzen? Ja. Ach. Gut, nichtsdestotrotz fehlt mir noch ein Coin. Damit ich die goldene Feder kaufen kann.
Den finde ich doch bestimmt hier irgendwo in der Landschaft. Müsste nur mal genauer hingucken, weil manchmal sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Der Dachs hat null Orientierung und null Blick für die feinen Sachen, aber da habe ich sie gesehen. Ein Coin und da hinten ist noch eine Muschel. Boah. Jetzt muss ich nur das Besucherzentrum wiederfinden. Das müsste hier gewesen sein, oder? Sehr schön, da kann ich mir jetzt die goldene Feder holen. So. Zack. Ich habe eine goldene Feder. So, lass mich dir erklären, wie sie funktioniert. Da bin ich gespannt. Z, während man in der Luft drückt. Kein Flop. Ach, hier für zusätzliche Sprünge. Aber das ist nicht alles. Um eine Wand raufzuklettern, dagegen rennen und Z gedrückt halten. Und umso mehr goldene Federn man hat, umso besser kann man klettern und fliegen. Hab viel Spaß. Gut, vielleicht komme ich mit der einen goldenen Feder ja schon an die hier ran. Mal auf. An der Wand. Z gedrückt halten zum Klettern. Eine goldene Feder gefunden. Was fliegt da weg? Zwei goldene Federn. Okay, das gefällt mir schon ganz gut. Motivierender Spielfortschritt. I like. Wo das normalerweise nicht so das Genre ist, das ich spiele. Macht's doch für den Moment schon mal Spaß. So. Jetzt kann ich dann wohl auch dem Kletterclub beitreten. Ja, goldene Feder habe ich. Toll. So, dann mal los. Die kleine Wand soll ich versuchen, raufzuklettern. Erklärt ihr mir nochmal, wie es geht. Toll gemacht. Wie auch immer. Das ist leicht, darauf zu klettern. Die richtigen Profis klettern die große Wand rauf. Bitte. Achso, irgendwann lässt dann die Konditionen nach. Oder wie? Okay, dann müssen sich die Federn erstmal wieder aufladen. Ich steuere das auch nicht, der klettert selber so komisch. Dann oben noch mal springen. So richtig gut kann man das nicht steuern. Wenn ich Z loslasse, fällt er gleich wieder runter. Was denn gerade gemacht? Okay. Suchen wir mal Trick 17. Nee, ich dachte, ich könnte hier rüberspringen. springen.
stelle ich mich zu doof an. Oder es reichen keine zwei Federn. Es kann sein, dass du von der anderen Plattform springen musst. Das habe ich ja gerade schon mal probiert. Okay. Übung ist angesagt. Ich nehme mal an. Das deutet auch so ein bisschen an, dass da schwierige Kletterpartien im Park folgen werden. Ja. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Denkt ihr, der Dachs schafft das? Meine Güte. Okay, ich verstehe das Prinzip. Verstehe, bedeutet aber nicht, dass ich es kann. Also so auf jeden Fall nicht. Tja, wir haben ja Zeit. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Na, nicht wegfliegen, raufklettern. Ich schaffe das noch. Ich war doch oben. Puh, einmal tief Luft holen. Und einen Schluck Kaffee trinken. Dann geht gleich alles besser. Hier mit der Maus noch ein bisschen ändern. Wenn du Probleme mit der großen Wand hast. Ach, jetzt kriege ich einen Tipp. Schau dir meine Technik an. Lange ausgearbeitet in Jahren des Kletterns. Ach, und jetzt auf einmal. Gut, ich musste dem Meister nur mal kurz zugucken. Boah, gut geklettert. Ja, es war schon in Ordnung. Na dann. Ich weiß, du kannst fliegen und so. Aber deine Ausdauer wird länger andauern, wenn man irgendwo raufklettert, statt zu fliegen. Okay. Etwas, das man im Kopf behalten sollte. Okay, was als nächstes? Nach Hawk Peak. Ah, okay.
Ich muss mich noch aufwärmen. Aber wir sehen uns dann oben. Okay. Na, mal gucken. Ob ich es dann jetzt wirklich nach Hawk Peak schaffe. Das geht ganz gut. Ein Häschen. Oh. Hi. Hi. Wer bist du? Bist du in Ordnung? Nicht wirklich. Ich muss heute Nachmittag einen Marathon laufen. Aber ich habe mein Glücksstirnband verloren. Ich habe es in jedem Rennen, das ich jemals gelaufen bin, getragen. Ich weiß nicht, wie ich das Rennen machen soll ohne mein Glücksstirnband. Wo hast du es denn verloren? Irgendwo im Blackwood Forest, im Schwarzwald. Denke ich. Ich kann mal danach schauen für dich. Wirklich? Das würdest du für mich tun? Natürlich. Das ist ein rotes Stirnband. Ich kann dir eine Belohnung geben. Ich gebe dir ein paar Laufschuhe dafür. Brauchst du die nicht selber? Ja. Ich bin gesponsert worden von der Schuhfirma. Sie haben mir 10 Paar gegeben. Okay. Wow. Glückwunsch. Oh. Haha, danke. Aber, sag mir Bescheid, wenn du das Stirnband gefunden hast. Ja, werde ich machen. So, da ist der Blackwood Trail und da ist der Hawk Peak Trail. So, wir wollen natürlich nach Möglichkeit in diesem live angespielt es schaffen, Handyempfang zu bekommen. Also, Hawk Peak Trail. Ein Aussichtspunkt. Ach, schön. Können wir uns mal ein bisschen auf der Insel umschauen. Ja. Hawk Peak Trail, Good Creek Pass, Royal Ridge, Blackwood Trail. Okay. Aber über M eine Karte oder sowas gibt es hier nicht. Aber derzeit finde ich das mit den Schildern ganz gut gelöst. Da man ja nur die grobe Richtung kennen muss. A Short Hike. Wenn ihr über das live angespielt hinaus noch mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare oder schaut auch mal auf Discord vorbei. So, Hawk Peak Trail, Good Creek Trail. Okay. Wenn man die Gebiete auch wechselt und weiterkommt, wechselt auch schön stimmungsvoll die Musik dazu. Oha. Nein, nein, nein. Ich weg schon. Boah, und gleich wieder rein. Keine Panik, Jason. Lass auf jeden Fall meine Muschel. Aufpassen, dass ich nicht abschmiere. Ich würde vermuten, weiter rauf. Aussichtspunkt. Ist denn hier noch richtig? Auf jeden Fall muss ich weit nach oben.
weiter nach oben gehe, will ich mal gucken, was haben wir denn hier noch? So, da haben wir noch eine Kiste. Jawohl, noch eine dritte goldene Feder. Das wird ja immer besser. Boah. Das ist nichts für Leute mit Höhenangst hier. Okay. Beinahe gesagt, das sieht aus wie eine Art Leuchtturm hier. Aber Leuchttürme sehen doch auch anders aus. Ich brauche Handyempfang. Das war ja mal Top-Priorität. Oh, es ist doch ein Leuchtturm. Zumindest wenn man nach der Bemalung geht. Ach, da oben ist das Licht drin. Da blinkt und blitzert irgendwas. Also scheint da auch irgendwie was. Scheint es da auch irgendetwas Interessantes zu holen zu geben. Trail. Meteor Lake Good Creek Pass. Also weiter rauf. Hawk Peak Trail. Okay, hier hat mir jemand. Will mich jemand irreführen auf den falschen Pfad. Das macht er ganz gut, weil wo es Geld gibt, da laufe ich auch erstmal lang. Nur nicht abstürzen. Ja, jetzt wollte er mich irgendwo hinlocken, wo ich nicht mehr raufkomme. Da falle ich aber nicht drauf rein. Guter Versuch, liebe Programmierer. Aber das mache ich nicht mit. So. Mit dir rede ich gleich. Will noch mal gucken, ob es hier noch irgendwas zu finden gibt. Der guckt so grimmig. Das hier der Felswandvorsteher. Du kommst hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Hey, Kid. Willst du ein paar goldene Federn kaufen? War das nicht die Muppet Show? Nee, wo war das? Psst, ZZ kaufen. Graf Zahl. Hey, cool. Und? 100 Coins pro Feder. Hahaha. Wollte mir viel zu teuer verkaufen. Das ist sicher ein Federdealer. Nein. Sieben goldene Federn sind mindestens erforderlich, um darauf zu kommen. Anfängerkletterer sollten in Erwägung ziehen, mehr als sieben Federn dabei zu haben. Da ist mit drei echt nichts zu machen. Nein. Nein, keine Federn kaufen. Ja, ich weiß. Ja. Da ist leider nichts zu machen. Ich denke, wir werden in dem Live angespielt nicht schaffen, noch sieben Federn zusammenzubekommen. Also wird es wahrscheinlich mit dem Handyempfang zumindest heute nichts mehr werden. Uns auf jeden Fall aber noch die Münzen.
Hier geht's nicht weiter. Mal gucken, ob ich an die Kiste dran komme da drüben. Ja, aber. Sehr verwirrend beim die Steuerung beim Klettern. So, ganz habe ich es noch nicht raus. Links ist dann plötzlich unten. Na, jetzt bin ich ganz abgestürzt. Na prima. Das war nicht der Plan. Wo sind wir denn hier hingeraten? Meteor Lake Overlook. Hawk Peak. Auf jeden Fall sind wir hier nochmal woanders rausgekommen. Strand, da liegen Leute, da will ich mal hin. Ob ich den besser in Ruhe lassen sollte? Ach was. Was? Zu müde für Frühstücken? Was? Aber. Es ist schon Nachmittag. Das ist das Frühstück von morgen. Die beste Mahlzeit des Tages ist das Frühstück vom nächsten Tag. Okay, ich verstehe. Manchmal, wenn ich dabei bin, ins Bett zu gehen, freue ich mich so sehr auf das Frühstück vom nächsten Tag, dass ich nicht einschlafen kann. So sei es. Ach, guck mal, noch zwei Muscheln. Habe ich zumindest eine weitere Aufgabe erfüllt. Er angelt hier. Darf ich auch mal angeln? How it's going? Wie läuft's denn? Gut. Fische beißen heute. Sehr cool. Cool, cool, cool. Ja. Ist Fischen schwer? Ist Angeln schwer? Nein. Ist leicht. Ich kann es dir zeigen, wenn du möchtest. Klar, zeig mal. Ich leih dir meine Angel. Alles ziemlich leicht. Nur X drücken. Haha, jetzt lernen wir auch noch angeln. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel solche vielfältigen Möglichkeiten bietet. Ja, nun, was jetzt? Warten. Okay. Wir warten. Mache ich das richtig? Ja. Langsam müde. Vielleicht. Vielleicht sollte ich sie nochmal neu auswerfen. Du weißt. Ah nee, einen besseren Platz finden. Nein, der Platz hier ist gut zum Fischen. Ich habe hier vorhin ein paar Fische gesehen. Das ist ein gutes Zeichen. Manchmal. Einfach warten. Geduld ist der Schlüssel. Nicht meine starke Seite. Länger als 10 Sekunden könntest du schon mal warten. Ist er eingeschlafen. Da, guck! Ein Fisch beißt an. Soll ich ihn rausziehen? Noch nicht. Achso, wir müssen noch warten, bis er anbeißt. Das hieß gerade nicht anbeißen, sondern
Ah, guck mal, da ist einer unterwegs. Jetzt! Und Mi? X-Rücken. Was jetzt? Pull back. So wohl nicht. Interessante Technik. Das war nur ein Unfall. Na klar. Versuch's nochmal. Und immer dran denken, wenn du den Fisch am Haken hast, pull back, tap X. Pullback, na, habe ich ja gemacht. Ich habe nach unten gedrückt. Und nach unten gedrückt, dann ist er ins Wasser gelaufen. Vielleicht muss ich stattdessen nach oben drücken. Das probieren wir nochmal. Wir warten noch mal ein bisschen. Das wäre doch gelacht. Bis jetzt habe ich noch in jedem Spiel einen Fisch rausbekommen. Uff! Du hast einen Fisch gefangen. Tiny Northern Pike. Und da freut er sich. Holen wir uns noch einen. Wer weiß, wofür man es später mal gebrauchen kann. Vielleicht fange ich auch noch einen anderen Fisch. Sieht ein bisschen bloppig aus unter Wasser, die Fische. Na komm. Oder hatte ich ihn schon am Haken und hätte X drücken müssen? Ich hatte ihn noch nicht am Haken. Also warten wir noch ein bisschen. Aber jetzt. Wie er die Augen zukneift dabei vor Anspringung. Upp. Northern Hike. Neuer Rekord. 84,3 cm. So ein Kavenzmann hier. Hat er gefangen. So, er hat mir die Angel nicht nur geliehen, sondern ich behalte sie auch gleich. So, habe ich den Fisch auch im Inventar? Ja. Ja, und was nun mit dem Fisch? Sea Collection. Release, wieder freilassen? Nö. Ich nehme mal lieber wieder den Knüppel in die Hand. Immer nur für den Fall der Fälle. Ja, aber ich denke, für ein angespielt haben wir hier genug von Short Hike gesehen. Für mich persönlich war es mal eine sehr, sehr nette Abwechslung. Jetzt nichts, was ich regelmäßig oder auf Dauer spielen würde. Es sei denn, ihr sagt, da wollen wir unbedingt mehr von sehen, dann lässt sich das mit Sicherheit einrichten. Und bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal auch Wiedersehen.